Hey Leute, willkommen wieder zu einem weiteren Video. Heute geht es um etwas anderes. Also, ihr habt ja letztens bestimmt hoffentlich das Video gesehen mit der Schaltung, also diese automatische Zeitbombe. Da habe ich auf eine Idee für einen, ja, Erzbohrer, nicht direkt Erzbohrer, sondern einfach ein Bohrer kommt, der ein Schürzloch im Boden dreht. Nicht, also kann man überleben nutzen, ist aber sehr TNT-aufwendig. Gibt es verschiedene Varianten. Also, ich zeige euch erstmal diese Variante, die ich am lustigsten fand. Hoch. So, als erstes setzen wir hier den Ofen, braucht man nicht, den hatte ich für ein anderes Modell. Dann ein Dispens. So. Wir müssen also eben so um die 7 Blöcke runtergraben, sonst jagt sich diese Schaltung selber in die Luft. So, dann machen wir es so. Nicht wieder rausgraben. So, das hier wieder zu. Dann hinten das raus. Einmal so und so. Soweit, so gut. Ich stelle die Tickrate auf 4. Warte mal. So. Was wir noch brauchen, ist ein Button. Ich nehme jetzt einfach mal den Stein. Und wir füllen das Ganze mit TNT. Naja, besser als ein Button wäre halt doch eher ein Schalter. Also der Lever, ja. Das werdet ihr gleich sehen. So, ich würde sagen, das hier an der Seite ersetze ich mal durch Glas, damit man was sieht. Mache ich es einfach so. Jo, das müsste gehen. So, dann legen wir den Schalter ganz schnell um. Und dann feuert das immer von ganz alleine ab. Und wir sehen schon die ersten Ergebnisse. Und wir können es hören. Übelst. Das geht bei mir auf die Ohren. Ich verwende Kopfhörer, ich drehe das mal leiser. Oh, okay. Jetzt mal ausschalten. Okay, jetzt graben wir uns mal kurz runter und da, wow, hat man schon so eine Art riesige Mine nach kurzer Zeit. Man kann auch das Tempo erhöhen, habe ich mal gemacht. Es geht auch noch viel besser ohne das hier. Wenn man halt, ich brauche das, sonst geht das hier nicht so. Dann nimmt man einfach Redstone, da geht das übel schnell. Da, schaut. Aber der ist dann auch in kurzer Zeit leer. Und es backt. Also, das sollte, wie gesagt, nur ein kurzes Video mal wieder werden, aber es ist lustig. Also, es ist eine lustige kleine Erfindung. Das ist also ein guter Bohrer und ja, er hat sich auch, glaube ich, schon in kurzer Zeit zum Grundgestein runtergegraben. Also, das ist schon sehr krass. Okay, so, also, wie gesagt, es hat sich zum Grundgestein runtergegraben und mein Kollege Flo da so kam. Man hat die Klingel bestimmt vorhin im Hintergrund gehört. So, also, naja, ich will das Video nicht länger als 5 Minuten eigentlich machen. Also, wegen dem langsamen Internet und Hochladen und so. Also würde ich sagen, ich mache erstmal für heute wieder Schluss, auch wenn es doof ist. Aber das ist eine lustige kleine Schaltung, um sich eben, ja, um sich hier runter zu graben. Jo. Hier sind zwar, so wie es aussieht, keine Erze, doch hier ein bisschen Eisen. Aber ja, ich würde erstmal sagen, ciao und bis zum nächsten Video.